Seit unserem letzten Update ist eine ganze Menge passiert. Ich hatte eine super schöne Zeit mit Tamira. Sie ist ein wunderbares, total kooperatives Pferd. Ich finde sie unheimlich intelligent und bedacht. Sie ist eigentlich nie kopflos, schaut sich Dinge an und ist eigentlich immer bereit, mit einem zu kommen, mit einem zu arbeiten und auch absolut bereit, einem zu vertrauen. Hier auf den ersten Bildern seht ihr uns auf unserem ersten richtigen Spaziergang. Dazu mussten wir auch schon eine relativ große Straße überqueren. Wir hatten ein souveränes Begleitpferd dabei und Hamira war wirklich die ganze Zeit total entspannt und relaxed. Das Highlight und der Abschluss des Spaziergangs ist dann der kleine Ausflug zum Bach. Zusätzlich zum Erkunden der Umgebung haben wir auch angefangen in der Reithalle und auf dem Reitplatz zu arbeiten. Die ersten Tage habe ich das vor allen Dingen in Freiarbeit getan und in den letzten Tagen bin ich dann auch dazu übergegangen, mit ihr am Seil zu üben. Hier seht ihr jetzt unser erstes Friendly Game mit einer Satteldecke. Ich möchte sie einfach an Berührungen mit verschiedenen Dingen gewöhnen und ihr vor allen Dingen beibringen, dass es nicht schlimm ist, berührt zu werden, egal mit was. Und da seht ihr gerade, dass sie versucht, dieser Berührung auszuweichen. Und ja, ich lasse die Satteldecke einfach an ihr dran und warte, bis sie stillstehen kann und lasse sie dann wieder in Ruhe, sodass sie einfach möglichst schnell lernen kann, dass die Berührung erstens überhaupt nicht schlimm ist und dass sie vor allen Dingen dann direkt wieder vorbei ist, wenn sie kurz stillhalten kann. Sie darf sich die Dinge natürlich auch immer wieder anschauen und ich wiederhole das ein paar Mal, bis sie das ganz entspannt mitmacht. Das gleiche Prinzip wende ich hier mit dem Wasserschlauch an. Auch hier ist es das erste Mal, dass sie den Wasserschlauch bzw. das Wasser aus dem Wasserschlauch kennenlernt. Ihre erste Tendenz ist, rückwärts laufen zu wollen, also sich diesem Wasser oder dieser Berührung mit dem Wasser zu entziehen. Deshalb mache ich da gerade auch den Schlauch etwas länger, sodass ich einfach mitgehen kann, wenn sie die Idee bekommt, rückwärts zu gehen. Und ja, ich begleite sie einfach so lange, bis sie auch da schafft, kurz stillzuhalten, um die Erfahrung zu machen, dass wenn sie das ganz kurz ertragen kann, dass es sofort wieder vorbei ist. Und so lernen sie in der Regel sehr, sehr schnell, dass es überhaupt nicht schlimm ist und dass man einfach ganz entspannt stehen bleiben kann. Super!
hält. In den letzten Tagen habe ich dann, wie ihr seht, begonnen, auf dem Reitplatz am Seil mit ihr zu üben. Zum Beispiel, dass sie mir rückwärts weicht, wie ihr hier gerade sehen könnt. In einem nächsten Schritt habe ich dann überprüft, ob ich auch ihre Hinterhand kontrollieren und bewegen kann. Das seht ihr hier. Und auch, ob ich ihre Schulter ein bisschen zur Seite bewegen kann. Der Abschluss dieser Woche ist dann der Versuch, sie schon ein bisschen am Seil, also an der Longe zu bewegen. Das war am Anfang gar nicht so einfach. Hamira ist ein eher introvertiertes Pferd und im Moment ist es noch relativ schwierig, sie in Bewegung zu setzen. Als diese Aufnahmen entstanden sind, habe ich das schon das dritte oder vielleicht auch vierte Mal mit ihr geübt. Da geht es schon ganz gut. Die ersten Male hatte ich aber tatsächlich etwas Mühe, ihr zu sagen, dass sie mir wirklich ausweichen soll und dass sie sich auch ein bisschen in Bewegung setzen soll. Hier habe ich dann angefangen, mit ihr so ein bisschen die Übergänge zu üben. Darauf reagiert sie wiederum sehr fein. Also wenn ich beginne, meine Energie zu erhöhen und anzutraben, hatte sie sehr schnell die Idee, mir da einfach zu folgen und das mitzumachen und auch die Einladung, wieder zu mir zu kommen, hat sie sehr schnell und sehr gerne angenommen. Ja, das war so das, was wir in den letzten anderthalb Wochen gemeinsam gemacht und geschafft haben. Ich freue mich auf jede weitere Woche, da Hamira mir so unglaublich viel Spaß macht und ein so besonderes Pferd ist. Ich bin ganz gespannt, was alles noch passiert. Bis zum nächsten Mal.